Hey ho, meine Lieben, zu der Grillschanke unterwegs. Ja, viel befahrene Durchgangsstraße. Ich bin hier bei meinem Brüderchen. Hab hier was Schönes aufgeladen. Der Kenner wird gleich die Form erkennen. Jawohl, es ist die Smokerratte. Ein paar andere Kleinigkeiten noch auf dem Hänger. Und das fahre ich jetzt alles nach Österreich. Ja, und ich fahre jetzt erst einmal nochmal knappe 360 Kilometer. Von mir aus daheim wären es 400 gewesen, aber egal. Ich schiebe es los und wir sehen uns dann wieder. Und hoffentlich kommt die Ratte noch in Einsatz. Leute, ich sag's euch. Wir haben es jetzt 17.23 Uhr. Also ich bin jetzt über sechs Stunden unterwegs. Nee, doch, irgendwie sowas. Und das Navi sagt noch 22 Kilometer. Ich hoffe, dass ich das Navi richtig programmiert habe. Weil ich bin hier am Arsch der Welt. Vorher in Steyr am anderen MAN-BMW-Werk, hau mich tot von SKF vorbeigefahren. Also ich bin am Arsch der Welt. Naja. 25 Minuten, dann weiß ich mehr. Bis gleich. Naja, zumindest macht das letzte Straßenstück so richtig Spaß zum Fahren. Ansonsten war ja alles nur die blöde Autobahn und Schnellstraße. Aber hier so jetzt, das macht schon Laune, obwohl ich einen Anhänger hinten dran habe. Merkt man gar nicht. Also das... Ja, so wenn die ganze Strecke gewesen wäre, das wäre mal wesentlich lieber gewesen. Noch kurz die Strecke genießen. Geil. Das sind Strecken, die gefallen mir. Echt wahr. Gut. Was habe ich noch? 5,9 Kilometer und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, mittlerweile Abend oder ja, 9:30 Uhr, glaube ich, war es. Schauen wir mal auf den Tacho. Hm? 9:45 Uhr haben wir es. 9:45 Uhr. Ich bin jetzt in die Pension. Noch mit dem Chor gemütlich unterhalten. Die Ratte laden wir erst morgen ab und. Also ein richtig schönes Zimmerchen hat er mal organisiert. So extra Toilette hier drin. Ne? Ein Riesenmörderbad. Also schon heftig hier. So groß hätte ich es daheim gerne. Und auch der Wohnbereich. Es ist wirklich... ein richtiger Wohnbereich schon, so mit viel Betten und so. Was mir aufgefallen ist, hier ist gar nicht so viel Schnickschnack mit 1 Milliarde Schränke, wo eh kein Mensch braucht, wenn er kurz im Urlaub ist. Aber es reicht vollkommen. Und was richtig geil ist, also wer länger hier ist, der hat hier sogar eine kleine Küche mit drin, mit Herd. Allen drum und dran. Hammer, hammerhart. Geschirr, alles da. Also, das ist schon geil. Aber brauche ich ja alles nicht. Heute Abend oder vorher hatte der Chor noch schnell ein paar Bratwürste in die Pfanne reingedonnert. Und eine Scheibe Brot dazu, am Bautzener Senf, mitten in Österreich, hat mir vollkommen jetzt gereicht. Tja, und jetzt begebe ich mich zur Ruhe, weil morgen früh ist die Nacht rum, um 9 Uhr möchte ich beim Frühstücken sein. Und dann geht's runter und dann geht's mit der Smokerratte los. Erst einmal abladen etc. pp. Jo, ganz genau. Also. Für euch wieder mal nur ein kleiner Schnippler.
So Leute, nächster Tag, schön am Abladen. So schön ist das Wetter aber leider nicht. Und na Chor, liegt einiges drauf, oder? Bist du, ja. Ja, gut. Dann werden wir jetzt die Ratte runterwuchten. Das war's für einen Steakburner. Da hinten, unten drin liegt noch meine Bohrmaschine, noch ein schöner Amboss und ja, ganz genau. Hast du das da hingelegt? Ja. Ich denke mal schon, wo das herkommt. Okay. Also wir laden jetzt ab, bringen am Platz und dann sehen wir uns wieder. Tja Freunde, ein letzter Blick auf meinem Steakburner. Vielleicht sehen wir ihn ja mal wieder, wenn ich das nächste Mal herkomme. Aber im Moment war es auch damit. Ein kurzer Rundumblick. Ich hoffe, der Chor erschlägt mich jetzt nicht, wenn ich das so zeige. Aber im Moment ist es hier wirklich noch Leben auf einer Campingbaustelle. Kann man das so sagen? Ja, auf einer großen Campingbaustelle. Auf einer großen Campingbaustelle. Aber Leute, ich habe definitiv beschlossen, ich werde öfters einmal herkommen, auch wenn das jetzt einfach 400 Kilometer für mich sind. Das ist mir wurscht. Genau, du willst helfen, Solarplatte zu verlegen, ne? Wenn ich am Wochenende da bin, ich helfe dir gerne mit. Gar kein Thema. Und mich interessiert einfach der Fortschritt, wie sich hier dieser Zirkuswagen entwickelt und ja, so das ganze Campinganwesen. Also nach dem, was er bis jetzt schon alles gemacht hat in der kurzen Zeit, kann ich mir vorstellen, dass das richtig toll wird. Jo, gut. Jetzt machen wir aber kurz Pause und dann holen wir die Smoggerratte hierher. So meine Lieben, da steht die Ratte. Ich mache jetzt erst einmal ein schönes Feuerchen im Brennraum drin, weil mir war es ja nicht mehr vergönnt, dass ich das Ding habe noch ordentlich sauber machen können. Und deswegen brennen wir jetzt hier erst einmal alles sauber aus. Ja, die ist natürlich jetzt eine ganze Weile gestanden. Und deswegen ist es wirklich nötig, alles abzubrennen. Alles nicht mehr so ganz lecker, gebe ich ja ganz offen und ehrlich zu. Aber wenn es einmal sauber abgebrannt ist, ausgebürstelt ist, dann geht das wieder. Und das machen wir jetzt Stück für Stück mit jedem einzelnen Teil. Die Gitter, die Zwischenroste, ja, die Bleche, alles. Also erst einmal Brennraum komplett sauber machen, boah, halber ersticken vom Rauch. Und später geht es dann weiter. Wir haben ein schönes Stück Fleisch geholt und das hauen wir dann drauf. Und du wirst das Ding weiter im Einsatz betreiben dann, oder? Nee, ich vergolde das Ding und häng's mir um den Hals. Oh, das möchte ich sehen. Ja, natürlich nimmt man sowas unverwendet. Ja, du warst ja damals mit der erste und einzige, wo wirklich von Anfang an gesagt hat, er will das Teil haben. Nee, ich habe gesagt, dass es meine ist, nicht, dass es haben will. Ja, so. Und das ist klipp und klar, das ist meiner. Hammerhart. Durch die Umstände hast du es ja jetzt doch echt geschafft. Naja, gut, mir jetzt andersrum besser gefallen, wenn sie bei dir geblieben wäre. Ja. Hätte mir schon gut gepasst. Aber so hat sie halt eine bessere Bestimmung, ne? Jo. Nun gut, brennen wir es fertig aus und dann sehen wir uns wieder. Genau. Oh, so langsam ist alles abgebrannt oder es ist alles abgebrannt. Chor hat gerade noch die Asche ausgefüllt und alles schön über die Schuhe ausgefüllt, ausgeleert. Ja. Also du musstest ja auch wissen, wie das funktioniert. Und jetzt lassen wir es hier noch ein klein bisschen bis vorne rauskokeln und dann kann ich das fertig ausbürsteln und ja, soweit fertig machen. Und mittlerweile schneit es hier ein bisschen. Naja. Tja, das Schätzchen wäre innen soweit sauber. Kann man lassen, definitiv. Und ich habe jetzt die Reste hier alles rein und lassen wir jetzt ein bisschen runterbrennen, weil da vorne liegt schon das nächste kleingehackte Holz. Tja. Schön einpinseln mit Öl und danach, wenn alles eingepinselt ist, können wir wieder zusammenbauen.
So, jetzt erstmal noch die dicken Klopper rausglühen, rausbrennen lassen, weil das hat sich ja so gezeigt, dass es mit den kleineren, wenn es schön brennt, wesentlich besser ist. Ansonsten wird es zu rauchig da drin. Tja, und hier ist auch alles wieder sauber zusammengebaut. Aber vielleicht ist es mit dem österreichischen Holz auch ein bisschen anders. Aber das muss dann der Chor für sich selber herausfinden. Ja, und wir hauen jetzt nachher dann, wenn es eben soweit ist, ein schönes Stückchen Fleisch drauf. Was ist das Fleisch jetzt vor? Wissler. Was haben wir denn alles Schönes? Ein Stück Fleisch vom toten Tier und dann noch von dem Federtier. Also Hähnchenbrust und Rostbeef war das, glaube ich. Rostbrate. Ja, genau. Dann bereit, du mal vor und ich gehe wieder zur Ratte rüber. Tö. Ja, die ist mittlerweile soweit einsatzbereit. Feuerchen brennt. Temperatur regeln wir jetzt bloß noch übers Feuer. Und da ist klein gehacktes Holz. Und was haben wir hier? Auf der einen Seite etwas über 200 und da hinten gerade 250. Also im Moment ist tatsächlich so, dass der hintere Bereich wärmer wird als der vordere. Durch die Hitzebleche, was unten drin liegen. Aber wenn das jetzt ein klein bisschen runterbrennt, sinkt die Temperatur auch wieder. Und ja, da spülen wir uns halt jetzt noch ein bisschen ab wieder. Ei, wer kommt denn da? Das kannst du mit der Hand anlangen. Und da sind unsere zwei Stückchen. Rostbraten. Beides. Ja, schön, so ziemlich, dass beide schön in der Mitte liegen. Thermometer haben wir jetzt gar keins heraus. Und ja, Deckel zu, bevor die ganze Hitze abhaut. Und schauen wir, was passiert. Ja, da hast du noch keine Haken dran, die musst du selber hinbauen. Machen wir sofort. Dauert 2 Sekunden. Da ist dann Haken, Alter. Da kommt er wieder. Jetzt bin ich ja gespannt. Ah! Haken. Okay, so kann man es auch machen. Aber ob das an der Brennkammer dran so sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Weil das Ding wird heiß werden. Da ist ein Neodym-Magnet, ist es nicht weiter wild. Ich rede nicht von dem Magnet, ich rede von der Zange. Die wird sehr heiß werden, wenn du die da dranhängen lässt. Boah, war ja bloß als Vorschlag. Häng's hinten hin. War ja bloß so als Vorschlag. Damit das so. Gut. Ja, und jetzt immer wieder halt einmal ein Stückchen Holz drauf donnern und gut ist. Und die Hähnchenbrust, kommt die auch noch mit drauf, oder? Nein. Die machst du anderweitig. Genau. Okay. Und Gemüse und Kokosfett angebraten haben. Ah ja. Nicht auf dem Grill. Auch gut. Nee, Frauchen. Gut. Tja. Und jetzt ist es genau umgedreht. Hier ein kleines bisschen weniger, hier ein kleines bisschen mehr. Ist schon lustig. Wolltest du nicht einmal nach dem Fleisch nachgucken? Geheime Verschlusssache. Aufmachen. Ja, dreh sie mal um. Bitteschön. Mhm. Ja. Sieht schon ganz gut aus. Aber ein bisschen schneller musst du werden. Komm, Deckel zu. Bisschen schneller. Hey, ich bin über 50. Ja, ich auch. Na, und was? Jetzt? Alter Mann. Sack. Ist in Ordnung. So, dann schauen wir doch mal. Mach auf. Ach, jetzt doch. Jetzt schläft der ein hier neben mir wieder. Boah.
nochmal gedreht und gewendet worden. Sehen noch richtig gut aus. So. Schnüffelfallmittel? Ja, mach einfach mal. Also definitiv gut. Ja. Alles weitere wäre zu sehr durch. Hier haben wir noch ein bisschen rosa Kern. Hol das andere Steak auch gleich runter. So. Also. Dann werden wir das jetzt schön aufschneiden in Tranchen. Salz, Pfeffer drüber und essen. Genau. Salz und Pfeffer, ne? So. Und Pfeffer? Tja, und dann würde ich sagen, machen wir noch ein schönes Probiererle. So. Nehmen wir uns was mitten raus. Du natürlich auch. Meinst du? Na klar. Darf ich overtan? So, Olli. So, Prost. Mhm. Ja. Lecker. Mhm. Da ist er. Man könnte es auch falsch machen, ne? Inwiefern? Ja, weil du das ja mal nicht falsch gemacht hast. Mhm. Geil. Freunde, soll ich euch was verraten? Sie raucht wieder oder immer noch. Und jetzt passt sie mal auf, was da drin ist. Also Temperatur haben wir hier jetzt noch nicht wirklich drauf, weil wir ja gerade erst am Anheizen sind. Oh. Schaut mal, warte, Moment. Lecker Holz, lecker Holz. Und warum haben wir hier jetzt Holz drin? Na, ganz einfach, dass es trocken wird, dass man das im Anschluss hier rein schmeißen kann. Weites Holz. Tja, es hat leicht geschneit etc. pp. Es ist feucht. Und das lassen wir hier drin jetzt noch schnell ein bisschen antrocknen. Hat der Koa reingeschmissen, der hat da hinten alles dicht gemacht. Jetzt weiß ich auch, warum hier keine Temperatur drin ist, weil der Rauch gar nicht mehr abziehen konnte. So, gut. Und was machen wir jetzt da noch Schönes drauf? Einen Schopfbraten vom Schwein. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in Deutschland dazu sagen würden. Aber es ist ein Stück Schweinchen und mit SPP gewürzt, Salz, Pfeffer, Paprika, geräucherter Paprika, doppelt geräuchert und würzt man nachher drin und ja, dann schmeißen wir das halt auch noch auf die Ratte und dazu ein paar so Drillinge, wie man da zu den Mini-Kartoffeln sagt. Ja, genau das machen wir jetzt. Das ist dann unser Abendessen. So Leute, da haben wir den Schopfbraten. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein ganz normaler Schweinenacken. Dann Smoky Paprika, Salz und Pfeffer. Und was wir jetzt noch hier gefunden haben, ist eine Knoblauchcreme und eine Zwiebelcreme. Ja, und der Koa wird uns das jetzt alles schön würzen und einmal passieren. Genau, bis es schafft, machen wir auch noch. Nein, machen wir nicht. Gut. Man könnte sie einfach haben, ne? Ja, und eine größere Schüssel nehmen. Könnte man ja. Wir sind hier aber in so einem kleinen Wohnwagen drin, mit 4 Quadratmeter. Oder ein bisschen mehr. Ja, fast so viel wie meine Wohnung hat. Wie viele Quadratmeter hast du hier drin? 30 oder was? 33, ja. Ja, ich habe daheim 40, 40, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also so wird das Ding jetzt auf alle Fälle schön eingepudert.
Dann darf es noch ein bisschen ruhen, bis da draußen die Ratte soweit ist. Freunde, und nachts mit Beleuchtung, also hier überall ist sonst dunkel. Hier hat er jetzt noch ein paar Kartoffeln vorbereitet, so mit Rosmarin und was ist alles drauf? Bloß ein bisschen Salz, Pfeffer und Rosmarin. Okay. Und Olivenöl. Und hier unten der Schopfbraten, also Schweinenacken. Genau, ohne jo. Senf, weil gebratener Senf ist nicht mein Fall. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, aufmachen, draufdonnern. Aufpassen, wenn es jetzt aufreißt, nicht, dass der Deckel die Schüssel runterhaut. Geht. So, da haben wir den Schweinenacken drauf. Mach ganz auf den Deckel, Kartoffeln müssen da auch drauf. Naja. Bitteschön. Ja, ich muss die Cam halten, tut mir leid. Dreh dich mal ganz leicht nach rechts. Nein, andersrum. Weil dann ist es nämlich mit dem Licht etwas besser. So, die schmeißen wir einfach eben so drauf. Und grillen die einfach mit. Beziehungsweise smoken die mit. Ist ja ein Smoker. Ja, da hinten noch ein bisschen Holz nachlegen. Ja, und dann warten wir mal ab. Tja, wenn ich das so sehe, war der Koa auch gerade da. Da liegt da frisches Holzstückle drin. Wir halten uns hier jetzt so in dem Bereich um die 200 Grad auf. Vorn und hinten ziemlich schön gleichmäßig. Wunderbar. Jetzt gucken wir trotzdem mal ganz schnell da rein, wie das Ding aussieht mittlerweile. Ui. Oh ja, es wird. Ich glaube, den muss ich umdrehen. Kämme herstellen. Ui, 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 ui. Schauen wir mal. Ei. War vielleicht doch ein bisschen. Oh ja. Kartoffel probieren. Genau, das mache ich jetzt. Heiß. Kann ich den Deckel so zumachen, ohne dass ich meine Cam runterschmeiße? Jawohl. Heiß. Noch heißer. Willst du auch mal? Erstmal noch nicht. Nö, ist meine. Zu warm. So Leute, mittlerweile müsste man auf über 70 Grad sein. Was sagt es da unten? 71, das reicht. So langsam habe ich Hunger. Hier ist fast runtergeglüht. Der Mann mit der Helmlampe. Ohne Helm. Oh. Schauen wir mal von allen Seiten. Ja, das sieht richtig gut aus. Die Kartoffeln haben wir übrigens mittlerweile zusammengefuttert. Ja, könnte was. War ein leckerer Snack nebenbei. Ja. Tja, das war dann vorerst der letzte Einsatz mit mir mit der Smokerratte. Aber nicht der allerletzte. So viel sei definitiv gesprochen. Du hast doch echt was am Helm, oder? Entschuldigung. Ja, kleiner Scherz am Rande. Kannst du sehen, so ist es, wenn ein Licht aufgeht. So. Brauchen wir ein kleines Scheibchen runter. Und was sieht man? Oh. Ja, das sieht mal richtig gut aus. Schön nach raus, Rauchring etc. pp. Dreh mal das große Stück hier um. Ja, also ich würde mal sagen, sein, ne? Gelungen. Ja, ich glaube, das, außer dass es warm an der Finger ist, ja, dann scheint es noch gut zu sein. Schneiden wir uns jetzt mal ein Stückchen runter und dann machen wir einfach so ein Fingerprobiererle. Was machst denn du da? Nix, hat keiner gesehen.
So, dann lass dir mal schmecken. Jo, Prösterchen, Gesundheit und einen guten. Mhm. Warm ist es auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und sehr lecker gewürzt, kann man echt nichts sagen. Das hast du gut gemacht. Mhm. Mhm. Ich würde Johnny machen, irgendwie so. Genau. Okay. Dann gibt's aber nächstes Mal Gemüse für dich. Was? Ja. Das kriegt er wirklich gleich Prügel. Okay, Leute. Das war's dann. Mit dem Smoggerratten-Video hau mich tot. Und morgen gibt es hier noch eine Verabschiedung. Definitiv. Ich esse jetzt hier noch mit schön. Und danach geht's in die Pension. Und ins Heierbettchen. Und morgen früh geht's dann wieder nach Hause. So, Freunde, die letzten Minuten sind hier angebrochen. Der Hänger ist wieder gesattelt. Der Koa freut sich. Frisch geweißt. Ja, innen schön. Und der Koa freut sich schon, dass ich endlich verschwind. Ja, Zeit wird ja auch. Ja, Zeit wird's ja auch, sagt er. Zeit wird's, dass ich heimkomme, dass ich mein Fahrrad sattel. Und nun gut, jetzt verabschieden wir uns noch schön von meiner Smokerratte. Von meiner Ex. Ja, naja. Okay, gehen wir nochmal zum Platz. Tja, da steht sie. The day after vom Einsatz. Tschüss. So, die restlichen Sachen geholt. Koa, du alter hässlicher Bartträger, wir sehen uns. Ja, nächstes Mal. Ja, schauen wir mal, bis wann ich es schaffe, wieder herzukommen. Wenn es bessere Wetter hat, bitte. Ja, definitiv nochmal. Ist gar so matschig. Definitiv werde ich mich nächstes Mal nochmal mit dem Hänger hierher quälen. Lass es doch andere machen. Und dann schauen wir mal. Genau. Alles klar. Schöne dann Gegend. Hat mich gefreut. Da können wir auch ein bisschen besser grillen. Ja, definitiv. Ich hoffe, dass du dann auch dein Matsch ein bisschen mehr im Griff hast. Was für Matsch? Ja, den am Boden. Ach so, den. Na, der gehört dir zu. Naja, ekelhaft. Okay, Leute, das war's dann von hier. Ich melde mich nochmal, wenn ich zu Hause bin. Und sag dann nochmal Tschaikowski. Ciao, ciao. Genau. Bis nachher. Na dann. Leute, ich hab's geschafft, ich bin wieder zu Hause. Nach 6 Stunden Fahrt gönne ich mir jetzt erst einmal ein Cappuccino. Ja, 400 Kilometer, aber halt mit Anhänger, nur 80 km/h. Tja. So, Koa, ich danke dir für das Wochenende, war echt toll. Ich danke auch allen Zuschauern, auch an dem Livestream, wo dabei waren. Es war ein tolles Wochenende und ja, wo ich mich von meiner Ratte verabschiedet habe, sind mir wirklich die Tränen wieder gelaufen, aber es hilft nichts. Ich weiß nicht, wo ich das Zeug sonst unterbringen soll. Es ist gut weitergegeben und naja, so ist es jetzt halt. Das nächste Zeug von mir ist weg. Aber wir werden sie wiedersehen. Ich werde wieder zum Koa fahren. Einmal, um noch was abzuliefern. Boah, das sind wieder insgesamt 12 Stunden Fahrt. Und über 800 Kilometer hin und zurück. Und naja, und danach werde ich ohne Anhänger auch immer wieder mal zum Koa fahren. Weil das werden wir weiterverfolgen, wie er sich auf dem Campingplatz, ja, er und sein Zirkuswagen, wie er sich entwickelt. Das interessiert mich und das ist für mich Anreiz genug, ja, am Koa immer wieder zu besuchen. Außerdem ist es lustig bei ihm. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Nicht das letzte Rattenvideo mit der Smoggerratte. Es kommen noch weitere, also keine Panik. Leute, wir sehen uns.
Ja, und vielleicht kommen ja jetzt sogar öfters welche.